liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auf unserer Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg. Wir begrüßen unsere Gäste aus Augsburg ganz herzlich, allen voran den Trainer Manuel Baum, der hier mit uns auf dem Podium Platz genommen hat. Herr Baum, die Gäste erhalten bei uns traditionell immer das erste Wort. Wie haben Sie denn das Spiel gesehen? Ja, zunächst mal Gratulation an Mainz zum Sieg. So ein bisschen auf und ab der Gefühle. Ich denke, so die ersten 20 Minuten bis zu dem Tor, was wir schießen, was dann aberkannt wird, haben wir das eigentlich ganz gut gemacht, hatten da Mainz, denke ich mal, im Griff. Richtig gut Fußball gespielt und mit dem nicht gegebenen Tor ging es dann eigentlich komplett in die andere Richtung. Da hat man dann bis zur Halbzeit ein bisschen Probleme. In der zweiten Halbzeit, denke ich, waren wir wieder ganz gut im Spiel drin. Vor allem defensiv, offensiv waren wir jetzt nicht allzu zwingend. Das eine oder andere kleine, die eine oder andere Torschuss mit dem Kuh-Kopfball beispielsweise hat man schon. Dann schießen wir durch den Ski in der 82. das Tor und sage ich, müssen wir dann so einen Spieler irgendwo nach Hause fahren mit den drei Punkten. Wobei grundsätzlich die Spieler in der zweiten Halbzeit eher so ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen ist. Gut, und dann kriegen wir halt zwei Standards. Einmal einen Freistoß aus dem Halbfeld, wo ein Handspiel vom Hinteregger vorausgeht. Und beim zweiten, da finde ich, hat der Schiedsrichter eine extrem eigene Sicht auf die Situation gehabt. Das haben wir jetzt nochmal angeschaut. Der Spieler von Mainz fällt am Hinteregger, der Fuß steht voll ins Standbein rein. War für mich ein klares Foul, aber dann geht es ja noch weiter. Dann muss der Hinteregger verletzt raus und der Linienrichter sagt dann, er darf wieder rein. Durfte er dann doch nicht. Der Schiedsrichter hat dann nach dem Spiel gesagt, das hat er vergessen. Wenn dann ein Mann fehlt in so einer Situation, Brosinski, wir wissen alle, dass der extrem weit einwerfen kann und er einer unserer besten Kopfballspieler ist, dann hat er da mit Sicherheit auch einen Anteil an diesem Tor. Nichtsdestotrotz haben wir auch einen großen Anteil an beiden Gegentoren. Das ärgert uns massiv, dass du halt in der 87. und in der 90. plus die Spieler aus der Hand gibst. Danke. Vielen Dank, Herr Baum. Sandro, wie ist denn deine Einschätzung? Ja, Manu hat schon richtig gesagt, wir sind sehr schwierig reingekommen heute, haben uns eingestellt auf ein 4-2-3-1, 4-1-4-1. Auf den Gegner und sie haben dann mit einer Dreierkette gespielt, hat man schon gemerkt, die ersten 20 Minuten, dass wir keinen guten Zugriff hatten, gerade in der Arbeit gegen den Ball und dann auch nicht mehr das Zutrauen hatten, im Ballbesitz Dinge aufzulösen. Hatten dann nach 20 Minuten eine sehr gute Phase in der ersten Halbzeit, wo wir dann viel über Spielverlagerung gearbeitet haben, gerade über die Außenverteidiger, wo wir dann gut Fußball gespielt haben, dann auch die ein oder andere Torschuss hatten, um in Führung zu gehen. Und zweite Halbzeit ging es dann auch weiter in der Intensität von der ersten Halbzeit. Viele zweite Bälle, viele Zweikampfsituationen auf beiden Seiten, wo es dann um die zweiten Bälle ging. Und hatten dann auch die ein oder andere Torschuss, auch nach der Standardsituation heraus. Und dann kriegen wir unglücklich das Gegentor. Und was wir dann gemacht haben, war herausragend, einfach von der Mentalität her, wie wir damit umgegangen sind, immer den Glauben aufrecht erhalten haben, das Spiel noch zu drehen, selbst nach dem 1-1 nicht dann irgendwie auf den Punkt zu spielen, sondern weiter nach vorne zu marschieren. Und es ist bemerkenswert, was wir an Verletzten haben und trotz allem mit dieser jungen Mannschaft, wie wir die Widerstände überwinden jetzt in den ersten Spielen dieser Saison. Und deswegen fühlt sich das sehr gut an, mit den Zuschauern im Rücken so einen Sieg zu feiern, weil das genau dann das Gefühl ist, was wir brauchen und es sich auch nach Mainz 05 anfühlt. Dankeschön. Vielen Dank, Sandro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie noch Fragen haben, bitte ich um ein Handzeichen. Wir haben zwei Damen mit Mikrofonen, die kommen dann zu Ihnen rum und dann hören wir Sie hier auch laut und deutlich. Wollen Sie anfangen? Ja. An beide Trainer eine kurze Frage zum Personal, vielleicht erst an Herrn Baum. Torschütze G hat sich verletzt, musste ausgewechselt werden. Können Sie schon was Näheres sagen und dann vielleicht gleich weiterleiten an Herrn Schwarz? Nico Bungert musste auch runter, vielleicht können Sie dazu dann auch nochmal einen Ton sagen. Gucci hat sich ganz bitter beim Torjubel verletzt, ist aufgekommen und dann, jetzt weiß ich nicht, ob Sprunggelenk oder Knie, ich habe es noch nicht genau gesehen. Ist natürlich extrem bitter, hat das Spiel sehr belebt, wo er reinkommen ist und auch mit einer super Aktion dann ein Tor geschossen und dass er dann gleich wieder runter musste, ist natürlich ganz bitter. Was es ist, müssen wir noch abwarten. Ja, bei Nico ist so, dass das erste Spiel seit langem jetzt auch wieder auf dem Platz stand und wirklich den Laden sehr gut organisiert hatte und dann leider die unglückliche Situation kam mit der Grätsche, wo er vorwärts verteidigt und habe jetzt nur gehört von den Ärzten, Physiotherapeuten, dass eine Wadenverletzung
Daraus resultiert es aus der Zweikampfsituation heraus, aber was jetzt genau an die Diagnose, werden wir dann auch die nächsten Tage sehen. Vielen Dank. Peter Herbert Eisenhut. Ja, du hast gesagt, also gehst mit einer Innenverteidigung ins Spiel, die A, nicht eingespielt ist, B, über wenig Spielpraxis verfügt, musst dann noch deinen Kapitän rausnehmen. Was ging dir da durch den Kopf, als du Ahmet Gülayan bringen musstest? Ja, wir haben gestern Abend schon haben wir lange zusammengesessen während dem Spiel Dortmund gegen Eintracht Frankfurt und alle möglichen Varianten durchgespielt, was passieren könnte mit Moussa Niakate vielleicht, wenn er rot gefährdet ist, oder Nico Bungert, wenn er verletzt raus muss. Und da haben wir uns dafür entschieden, einfach die Variante zu nehmen, Ahmet im U23-Spiel zur Halbzeit auswechseln zu lassen und wenn was ist, dann einfach Ahmet da reinzuschmeißen. Und nochmal, der hat es sehr gut gemacht und total unbekümmert dann auch nach vorne gesprintet. Und ich glaube, der I-Punkt wäre heute gewesen, wenn er dann das dritte Tor noch gemacht hätte. Dankeschön. Gibt es noch Fragen Ihrer Seite? Ich sehe kein Handzeichen mehr, dann sage ich vielen Dank und wünsche unseren... Ah, Moment, doch, da hinten noch. Ah, huch, Entschuldigung, ich habe Sie hinter dem Pfosten gar nicht gesehen. Herr Baum, wie kann es sein, dass ein Schiedsrichter den Spieler nicht reinlässt? Und wie ist das zu erklären? Da müssen Sie den Schiedsrichter selber fragen. Das ist echt schwierig. Also nochmal, ich hatte da einen kurzen Austausch mit dem Linienrichter, der hat mir das zugesichert und dann lässt er nicht rein. Ist natürlich bitter und zeugt von keiner guten Kommunikation. Man das Foul an Hinteregger auch nochmal überprüfen müssen? Ich glaube jetzt nicht, dass das grundsätzlich so ein Foul ist, wo man sagt, das ist, aus dem resultiert gleich ein Tor raus. Deswegen, ich glaube, da braucht es keine Überprüfung, das sieht man mit dem bloßen Auge. Wie viel Schuld trifft denn heute Fabian Giefer bei den Gegentoren? Ja, das ist immer dann jetzt einfach, da einen rauszupicken und da Schuld zuzuweisen. Ich glaube, das ging mit dem Schiedsrichter los über unsere Spieler und dann auf mehrere verteilt. Kann genauso sagen, der Rückraum war nicht sauber bis jetzt beim zweiten Tor. Wie immer, da hängen wir alle mit drin und einen rauszupicken, das finde ich unfair in so Situationen. So, noch jemand hinter irgendeinem Pfosten? Nee. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche unseren Gästen aus Augsburg eine gute Heimreise und viel Erfolg für die weitere Saison.